Hallo, in diesem Video werde ich erklären, wie man das Linux-Subsystem unter dem Windows-Betriebssystem installiert, konfiguriert und verwendet. Windows 10 wird in Kürze alle Linux-Anwendungen unterstützen, auch mit einer grafischen Oberfläche. Das Linux-Subsystem in Windows wurde bereits im Jahr 16 eingeführt. Es unterstützt Anwendungen selektiv und langsam und all dies geschieht in der Konsole. Microsoft kündigte die Veröffentlichung des WSL 2 Updates an, mit dem Linux-Anwendungen mit grafischer Oberfläche und Hardware-Beschleunigung gestartet werden können. In der Zwischenzeit sind in Microsoft Store-Versionen mit einer Konsolenschnittstelle in Form eines Terminals verfügbar. Ubuntu, Kali Linux, SUSE Linux und sogar Debian. Außerdem ist bereits ein neues Terminal im Geschäft verfügbar. Dies ist ein neuer, einheitlicher Bereich, über den der Benutzer auf die herkömmliche CMD-Befehlszeile, PowerShell und das Windows-Subsystem für Linux zugreifen kann. Weiter im Video werde ich zeigen, wie man all dies installiert, startet und konfiguriert und zeige auch, was das neue Terminal ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um das Linux-Subsystem im Windows 10 Betriebssystem verwenden zu können, müssen Sie es in den Einstellungen aktivieren. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung, Programme und Funktionen, Windows-Funktionen ein- oder ausschalten. Im geöffneten Komponentenfenster müssen Sie das Kontrollkästchen neben Windows-Subsystem für Linux OK aktivieren. Danach wird der Computer neu gestartet. Öffnen Sie danach das Startmenü und starten Sie den Microsoft Store. Bei der Suche schreiben wir Linux. Installieren Sie die gewünschte Version, indem Sie auf Get klicken. Nach der Installation wird die Verknüpfung im Startmenü angezeigt. Klicken Sie hier Ausführen. Das Programm benötigt einige Zeit für die Installation. Beim ersten Start muss das System konfiguriert werden, der Name und das Kennwort des Superusers angegeben und User-Kennwort erneut eingeben werden. Das Subsystem ist installiert. Diese Funktion ist besonders nützlich für verschiedene Entwickler und Administratoren. Dieses Subsystem bietet die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen zu verwenden, die nur auf diesem System verfügbar sind. Für eine bequeme Verwendung des Systems müssen Sie es konfigurieren. Wir werden Änderungen an der Registrierung vornehmen, damit Sie von einem beliebigen Ordner, zum Beispiel aus dem Ordner mit Ihrem Projekt, das Bash-Fenster hier ausführen können, um den Pfad zum Ordner nicht anzugeben. Praktisch, nicht wahr? Dazu müssen Sie die Registrierungsdatei herunterladen und auf Ihrem PC ausführen. Ich werde einen Link zu der Datei in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Zur Überprüfung können Sie öffnen und sehen, welche Änderungen diese Datei vornimmt. Rechtsklick ändern. Wir starten und stimmen Änderungen zu. Danach erscheint diese Funktion im Explorer-Kontextmenü. Und Sie können Bash von jedem Ordner aus ausführen.
Danach müssen Sie Bash selbst konfigurieren. Legen Sie nämlich die Umgebung für das Subsystem fest, eine Reihe von Dienstprogrammen für die Arbeit mit Haupt- oder Jekyll. Installieren wir Node.js gulp rin raf nco. Installieren Sie beispielsweise ScreenFetch. Apt install ScreenFetch. Hier ist unser Subsystem Ubuntu Version 20.04 Bash. MC funktioniert auch hier. Apt install MC MC. Hier sehen wir die Dateien des Systemordners in MMT, werden unsere Laufwerke sein. Wie ich hier sagte, gibt es verschiedene Versionen. Wenn Sie ein Systemadministrator oder ein Sicherheitsingenieur sind, müssen Sie das Netzwerk auf Schwachstellen und so weiter überprüfen. Hier ist Kali Linux. Wenn Sie OpenSUSE verwenden, gibt es eine Version von SUSE. Sie können auch ein neues Terminal installieren, das Sie problemlos in Store finden können. Das neue Terminal in Windows ist stabiler geworden und wurde durch neue Funktionen ergänzt. Jetzt können Sie mehr Registerkarten öffnen. Um nach dem Starten des Terminals eine neue Registerkarte zu öffnen, drücken Sie hier Plus in der Registerkartenleiste oder die Tastenkombination Ctrl plus Shift plus D. Um zwischen Registerkarte zu wechseln, können Sie die bereits bekannte Tastenkombination Ctrl plus Tab verwenden. Um zur Registerkarte rechts zu wechseln und Ctrl plus Shift plus Tab, um zur Registerkarte links zu wechseln. Ctrl plus Shift plus W schließt die aktuelle Registerkarte. Registerkarten können gezogen und neu angeordnet werden. Standardmäßig öffnet das Terminal die Registerkarte PowerShell, unterstützt aber zusätzlich andere Shells. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, werden Sie sehen, dass Sie die Befehlszeile, die Ubuntu und Azure Cloud Shell weiterhin öffnen können. Emojis sind sogar im neuen Terminal erhältlich. Kopieren Sie es einfach und fügen Sie es hier ein. Verfügbare Skalierungstext halten Sie zum Erhöhen und Verringern die Ctrl-Taste gedrückt und drehen Sie das Mausrad. Wenn Sie die Ctrl plus Shift gedrückt halten und mit dem Mausrad scrollen, wird die Transparenz des Hintergrunds des Terminalfenster geändert. Das Terminal verfügt auch über anpassbare Parameter, die durch Änderungen an der JSON-Datei geändert werden können. Klicken Sie zum Öffnen auf den Pfeil und wählen Sie Optionen. Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung. Konfigurieren Sie die Tastenkombination, Farbschemata, Profile, benutzerdefinierte Hintergründe und die Standardprofilauswahl. Auf der Microsoft-Website finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Bearbeiten der JSON-Einstellungsdatei sowie eine Liste aller Parameter, die geändert werden können. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Dank des Windows-Terminals wurden unter Windows-Benutzer viele Optionen angezeigt, die unter Mac und Linux verfügbar waren. Das Linux-Subsystem im Windows 10-Betriebssystem erleichtert die Arbeit von Webentwicklern und Unix-Server-Administratoren, die unter Windows arbeiten müssen. Wenn Sie beispielsweise Bash oder zusätzliche Funktionen von Unix und ähnlichen Betriebssystemen benötigen, können Sie dieses Subsystem installieren. Sie müssen Linux nicht installieren und Dual Boot verwenden. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht,
unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.